Jojojo, willkommen zu einer kleinen Laberrunde. Im Hintergrund seht ihr ein Gameplay One of the Chamber und ich würde sagen, wir sehen uns nach dem Intro wieder. Bis gleich. Now let me hear the bass. Jo, ich glaube, das kommt jetzt heute am 25. Ich glaube, am 24. schaffe ich es einfach nicht mehr. Ich mache mal eine kurze Laberrunde mit euch. Und zwar habe ich mir zwei Themen rausgesucht. Und zwar als erstes wollte ich einfach an euch mal so die Frage stellen, ob ich auch was anderes als Minecraft spielen soll. Ich habe nämlich ein paar coole Spiele, auf die ich wirklich Lust hätte, auch mal wieder zu spielen. Die Frage ist bloß, habt ihr auch dazu Lust? Und seid ihr dabei, wenn ich sage, ja, lasst uns mal ein paar andere Spiele spielen? Ich hätte welche zum Vorschlag. Ich lese jetzt einfach mal so vor. Und zwar Strategiespiele, like Age of Mythology oder Empire Earth oder so, ja. Hätte ich im Angebot. Assassin's Creed Teile. Ich wollte mir jetzt demnächst Assassin's Creed 4 kaufen, Black Flag. Weil ich das auch saugeil finde. Könnt ihr euch mal überlegen. Dann hätte ich noch Herr der Ringe, die ganz alten Spiele, die Rundenstrategiespiele. Da habe ich Herr der Ringe, Teil 2, Schlacht um Mittelerde und das Addon, Aufstieg des Hexenkönigs. Darauf hätte ich am meisten Lust, auf das Addon. Weil, muss man echt sagen, das hat richtig gebockt, als ich das früher als Kind noch gespielt habe. Ich habe allerlei Ego-Shooter, auf die ich nicht so abfahre, also Battlefield 4, Battlefield 3, Call of Duty 3 oder 2 oder auch Black Ops und also Black Ops 2. Da könnte ich euch auch mal ein bisschen was zeigen, aber halt dann nur so ab und an. Ansonsten hätte ich angedacht, eventuell mit dem Vincent mal ein Borderlands 2 Let's Play zu machen. Müsstet ihr mir mal schreiben, wie ihr das findet. Weil ich hätte schon Lust darauf. Aber ich würde es nur machen, wenn ihr auch sagt, ja, definitiv, macht das mal. Dazu kommt, ich hätte auch noch ein ganz altes Spiel, Dungeon Keeper 2. Vielleicht sagt euch das was. Gibt ja jetzt momentan eine neue App. Dungeon Keeper, ich glaube, ja, einfach ein Dungeon Keeper. Im Android Market und im Apple Market. Das Spiel ist richtig alt. Aber es ist einfach so geil, weil das habe ich von meinem großen Bruder geschenkt bekommen. Da war ich, lass mal überlegen, welches Jahr war das denn? Ich glaube, es war 2006, als ich das geschenkt bekommen habe. Ich habe es immer noch. Ja, ich spiele ja generell League of Legends. Insofern könnte ich mir auch vorstellen, mal da eine Runde mit euch, einfach nur so aufzunehmen. Da bin ich gerade dabei zu gucken, ob das mit meinem Programm funktioniert. Ja, und ansonsten Left 4 Dead und Just Cause 2 plus den Multiplayer. Das ist ganz witzig, da kann ich mit einem Kumpel bei spielen, weil wir einfach nur Scheiße machen, einfach nur lachen. Hätte ich auch eventuell Lust, mit euch ein paar Runden zu spielen. Aber dann halt kein ganzes Let's Play, sondern immer mal nur so kurz. Hitman Absolution könnte ich als komplettes Let's Play machen, wenn ihr das möchtet, weil das Spiel habe ich noch nicht gespielt, das würde ich blind spielen, aber ich weiß, dass es geil sein soll. Ich habe das erste und zweite Kapitel schon gespielt, aber das war's auch schon. Ja, dann kommen wir nochmal zu ein paar Strategiespielen. Mittelalter habe ich Civilization oder Stronghold Crusader. Da weiß ich nicht, Civilization vielleicht mal eine Runde spielen oder so komplett durch. Und bei Stronghold glaube ich eher nicht, weil es interessiert mich auch nicht mehr so doll. Aber wenn ihr sagt, ja, mach mal, mach mal, mach mal, dann schreibt es mir mal in die Kommentare, weil könnte ich mir auch vorstellen, dann, wenn ihr darauf Lust habt. Ansonsten habe ich noch Saints Row the Third. Ich wollte mir eigentlich auch das vierte Mal kaufen, aber das dritte ist eigentlich auch geil. Und darum dachte ich, frage ich einfach mal an, was soll ich machen? Das dritte oder das vierte neu kaufen und dann blind spielen? Genau. Ansonsten kommt Minecraft immer wieder und irgendwelche Modpacks. Und dann werde ich ein paar Minispiele spielen, also so ab und an. So eine Special-Ausgabe, zum Beispiel Rollercoaster Tycoon 3 habe ich. Das spielen Vincent und ich immer, weil wir es lieben, Adventure Parks, also da, Rollercoaster Parks zu bauen. Macht schon Spaß. Und ansonsten mal eine Runde Test Drive 2.
Oder so, wo man, wenn man mit einem geilen Auto rumfährt und einfach am Feiern ist. Und ansonsten habe ich noch ein paar Lego-Spiele, die ich von früher habe, die ich einfach nur gefeiert habe damals. Da habe ich die Lego Star Wars Spiele, die würde ich mit dem Jojo spielen, wenn er mal Lust hätte. Einfach so als Special Edition. Und ansonsten gucke ich immer mal, was ich habe. Wenn ihr Lust auf eine Runde TTT habt, ich weiß nicht, schreibt es mir mal in die Kommentare bitte, weil TTT ist ja schon, sag ich mal, ein bisschen komplexer und das müsste ich mir erstmal neu kaufen. Genau. Wenn ihr darauf Lust habt, dann was ihr wollt, schreibt in die Kommentare. Ich weiß es nicht, müsstet ihr mir dann selbst sagen. Das war jetzt so das erste Thema, was ich ansprechen wollte. Ich werde es dann berücksichtigen, was ihr geschrieben habt und in Zukunft hoffentlich umsetzen. So, das zweite Thema wäre, ich könnte mir vorstellen, mal zu zeigen an euch, wie ich meine Videos mache. Das würde aber ein bisschen Arbeit in Anspruch nehmen, also sprich, ich würde euch zeigen, mit welchen Programmen ich aufnehme, was ich, wie ich bearbeite, wie ich rendere und beim Thumbnail und so, wie ich das mache. Also, blablablub. Sagt einfach mal, ob ich das machen soll, weil für manche ist es vielleicht interessant zu sehen, ja, wir machen auch, sag ich mal, kleinere Let's Player das, wo wir nicht viel Geld ausgeben müssen oder gar nichts, genau. Und ansonsten, was ist jetzt eigentlich von mir? Das war eigentlich nur so eine kurze Fragerunde. Ich probiere das Video noch zum 24. hochzuladen, aber ich gehe davon aus, dass das nicht klappen wird. Insofern, hoffe ich, es hat euch gefallen und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn ihr bei Infant Games einschaltet. Bis dann. Ciao.